Ja, hallo und herzlich willkommen. Und hier hätten wir den Cheatcode für Wappenteile. Also das... GTMC6D. Der zeigt uns die jetzt nicht direkt. Der also wir wissen ja nicht, wie die funktioniert, aber das ist so ein Wappenteildetektor. Einfach nur, damit wir euch die zeigen können in den Leveln. Genau. Warte, wir können mal kurz schauen, was hier schon alles gibt. Also... Wir könnten uns ein paar Zauber holen. Zum Beispiel hier den Stolperzauber, der war richtig. Ja, Stolperfluch ist geil. So, Stolperfluch. Das reicht aber auch erstmal. Alter, wir wissen, wo das hinkommt. Den setzen wir. Also das ist witzig, den haben wir unserem eigenen auch mal geholt. Das ist der Stolperfluch, so wie man den dann haben wir C genau. So, dann macht man hier so. Stolpern! Die haut es immer sogar hin. Wend. Jetzt hör auf, den an mir anzuwenden. Ich wende den an allen, die hier rumstehen, an. Was? Ja, Treffen will gelernt sein, was? Mann! Ja, jetzt! Er ist zweimal gestolpert. Ja. Ach, schade. Ja. Das ist gemein. Ja, stimmt. Okay, dann machen wir jetzt weiter in der Story. Ja, weiter in der Story. Hey, du gibst den Stuhl her. Los, stolper von deinem Ding. Ich will ihn haben. Ich. Oh. Ja, die Geschichte fortsetzen. Mami. Hallo, Herr Geist. Könnten Sie uns bitte so freundlich sein und den Weg zeigen? Ja, hoppala. Wie wär's, wenn du kurz wartest? Sonst spring ich hier noch runter, dann bin ich tot und dann verlieren wir Geld. Wieder weg. Alter, cool. Weil dies immer voll auf die Nase haut. Wir sollten jetzt hier nicht unsere persönlichen Sachen zu Geld bringen. Recht, genau. Langsam. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Ja, ich würde mal sagen, da. Warum? Wir lernen jetzt nämlich den nächsten Zauberspruch. Okay. Wir haben jetzt nämlich Stupor, Lumos erlernt. Du bist auch so ein Stupor. Okay, da müssen wir jetzt wohl die Dinger suchen, die er gerade weggeworfen hat. Hoch da! Hey, kannst du das hochheben, während ich drauf bin? Die eklige Schleim-Dinger. Lumos. Ulala. Ich habe eins gefunden. Schön. Warum müssen eigentlich wir immer alles machen und nicht die anderen Schüler? Nur so eine Verständnisfrage. Wo müssen die eigentlich? Da. Suchgeld, ja, du kannst 10 gedrückt halten, um verschiedene Zaubersprüche auszuwählen. Oder man kann zwischen 1 und 2 mit 1 und 2 wählen. Ja, jetzt mach halt dein Lichtbeer. Ich suche jetzt die ganzen Ecken an, ab. Das ist nämlich ganz viel Geld. Ach, und irgendwelche Bücher, die wir hochschmeißen. Wer, das ist eine Spinne. Kann ich über die Spinne trampeln? Ja, ich kann die Spinne nicht gegen Spinnen. Sie lieber. Mit Spinnen ist nicht zu aber ich mag keine Spinnen. Eben. Ach so, Hä? Ach so, okay, jetzt ist wieder alles. Okay. Ich war gerade verwirrt. Ah, da war auch was drin. Ja, wo ist der Rest jetzt? Oben wahrscheinlich. Hier ist noch eins. Ja, okay, dann wirf halt runter. Nö. Du gehst jetzt hoch und los, ist letzte. Das ist da ganz hinten wahrscheinlich, oder?
Warte, das sind Schüler in Not, hilf ihnen, dann kriegen wir bestimmt was. Lass es liegen. Wir müssen erst den Schülern in Not helfen. Ja, okay, lass uns generell mal hier oben ein bisschen gucken, was hier so rum... Komm, Schüler in Not, ich helfe dir. Mit meinem, wie heißt der? Dingsbums, den hier halt. Okay, dem will nicht geholfen werden. Lumos! Weil wir haben es geschafft. Die anderen schaffen nie was. Lumos! Geld! Ja, goldener Stein! Da können wir bald schon wieder das nächste Bonuslevel machen. Ja, wir brauchen noch 3 goldene Steine. Man sieht mich nicht, ich bin im Dunkeln. Jetzt bist du wieder da. So, und dank dem Lumos-Zauber können wir nun hier rechts weiter. Nicht da durchgehen! Jetzt hör auf! Nicht. Oh, da fahre ich mich schon wieder lang. Okay, was haben wir denn hier so? Hey, das ist was. Egal. Zahl. Mann. Ah, Zaubertrank. Okay, jetzt müssen wir die Zutaten für den Stärketrank finden. Eine Verständnisfrage. Wieso hat der uns erstmal den Kack weggezaubert, wenn wir doch das Zeug da reinbringen sollen? Naja, damit wir es finden, damit wir fähiger werden. Und irgendwie jetzt müssen wir halt fürs Finden das Ganze hier zerlegen. Aber gut. Ja, hier, du musst mit deiner Maus mal kommen. Okay. Komm her, liebe Ratte. Mit deinen beiden Charakteren. Ja, okay, uns fehlen eh nicht mehr viel. Ich habe ja schon den Zahn gefunden. Mach mal hier die ganzen Flaschen auf. Wer es mitgekriegt hat, einen Zahn habe ich gefunden bei diesem Ding hier, wo ich gerade vorbeilaufe. Naja, aus dem Schrank kam was raus. Und wo das letzte ist, weiß ich auch schon. Haben wir nicht jetzt für Wappenteile so Detektoren? Wie hilft uns das? Ja, aber wahrscheinlich ist hier noch keiner. Ich glaube, das ist eh noch nicht Story. Das ist nur. Ja, warte mal, ich kann kurz. Ja, hier, jetzt kam ein bisschen Mantel. Hier gibt es nur den richtigen Story-Teil. Das hier ist so ein Zaubertrank. Leere. Das ist noch nicht richtige Story. Die Waffen gibt es nur in dem Story-Großteil. Nein. Jetzt hör doch auf, ich zauber hier gerade. Jetzt zaubern wir beide darum. So, und dann das letzte Mal. Voilà. In den Kessel. Und Glück. Okay, jetzt sind wir recht stark. Spielst du jetzt eigentlich als Ron oder Hermine? Ich weiß gerade gar nicht, wer ich bin. Du bist gerade Ron. Als was willst du spielen? Stärketrank freigeschaltet. Okay, als was willst du spielen? Egal, du darfst Harry sein. Ich bin immer Harry. 13, ich gehe nach 2. Und wieder raus hier. Ah, ich bin Ron. Ich finde Ron eh cooler als Hermine. Lass uns mal den Raum hier ausgeschafft. Okay. Okay, die Schlange da drin. Hey, Kreide. Geweckt. Oh, ab. Ich glaube, hier gerade mal was zu sagen. Guck mal, da kann man was in die Tafel malen. Was ist das? Oh, wir haben gerade eine Menge Geld bekommen. Ich habe eine Schülerin an die Tafel. Hey, hier ist wieder so ein... Warte. Ich muss die Zauber hier im Bild anmachen. Ah, Fackel. Wir müssen 8 solche Fackeln durch die Gegend reißen. Echt? Wurde es gesagt? Nein, also du musst halt mit den Fackeln irgendwas anstellen. Ja, schon klar, was? Ach so, ich habe nicht so richtig den Zauber ausgerüstet. So. Okay. Echt? Ja, stimmt, das ist wirklich. Okay. Dann suchen wir mal nach denen. Da oben sind noch. Hey, irgendwas. Hä? So ein Zaubertyp lässt mich hier nicht hoch.
Warte. Ach, die Frauenschüler werden dich nicht in Orte lassen, wo du nicht sein sollst. Okay, also wir können das noch gar nicht schaffen. Okay, da ist noch eine Fackel. Wir haben 3 von 8 Fackeln. Da unten ist noch eine Fackel. Du benötigst einen kraftvollen Schrei, um dieses Glas zu erschmettern. Ja, okay, dann gehen wir mal weiter. Nee, jetzt warte. Uns fehlen noch 4 Fackeln. Ja, ich weiß, aber wir können nicht zuletzt die Tür zum Vertrauensschüler machen. Ja, komm, dann such wenigstens noch eine. 2 Fackeln können wir noch. 1 Fackel können wir noch. Ich sortiere gerade ein Bücherregal. Ach ja. Ach, die gibt's hier auch noch. Wie viele davon? Nee, 0 davon. Ach so. Ja, okay, dann gehen wir jetzt rein. Okay, gut. Allerdings machen wir ein Folgenpäuschen. Jetzt haben wir den Film geschnitten. Okay, Folgenpäuschen.